Europa soweit. Dann wollen wir starten. Schon, es hat sich ein bisschen was getan, aber darüber erzähle ich gleich. Damit herzlich willkommen hier zu unserem, zu meinem Stream. Ja, ist wieder leider ein bisschen dunkel. Machen wir mal die Fackel an hier. Ja, sobald man Mods installiert hat, geht es mit der Gamma nicht mehr, komischerweise. Aber ich zeige euch jetzt mal, hier haben wir schon so ein bisschen fleißig gebaut. Ihr seht es gleich, wir haben die Map gewechselt. Ja, die Map haben wir gewechselt und zwar sind wir jetzt auf Ragnarok. Ihr seht, das hat sich alles so ein bisschen geändert, weil auf The Island, ja, ist es ja nicht mehr so, ja... Ne? Und ihr seht schon, es sieht ein bisschen anders aus. Neu ist auch, du kannst jetzt hier diese Palmblätter einsammeln, die sonst immer hier so rum... Warte, nee, nicht. Dann kannst du auch Sand einsammeln. Ich glaube, das ist ein Sandhaufen. Nee, das ist auch kein... Ah, hier sind die kleinen Sandhügelchen. Die kannst du auch einsammeln, hier.
kriegst du Sand raus. Dann habe ich schon mal so ein paar Spielereien gemacht. Hier so ein Bumerang. Zack. Ne, die kannst du jetzt dazu... Ja, was heißt dazu? Haben wir jetzt. Es gibt ein paar neue Sachen. Es gibt wohl auch neue Dinos, die so aussehen wie Hyänen. Dann... Oh. Die Dinos sind jetzt auch intelligenter. Das wäre natürlich super, wenn ich jetzt sterben würde. Nein. Wir brauchen erstmal ein bisschen Fleisch. Wie gesagt, es gibt neue Dinos, die sind als die alten Dinos sind auch intelligenter geworden. Ne, es hat sich alles jetzt, wie gesagt, so ein... Ja, es sieht einfach geiler aus. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Fleisch sammeln. Ne? Ja, warum jetzt ein neuer Server? Ganz einfach, weil der alte, ja, sind wir so festgefahren gewesen, haben nichts richtig irgendwie mehr so richtig gerissen, irgendwie kann man so, ja, was heißt, ja, es ist halt ein bisschen anders jetzt hier. Und man sieht wieder was Neues, ne? Man hat hier zum Beispiel, ihr seht, wir haben auch ganz frisch angefangen, ich bin jetzt Level 23. Hier sieht man zum Beispiel, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen geändert, was ich schon alles so gelernt habe. Wie gesagt, und hier, wir sind jetzt hier auf Viking Bay 3. Ja, und dieser Skelett ist eigentlich schon mal erstmal so ein schöner kleiner Schutz, wie ich finde. Warte, machen wir die Musik ein bisschen leiser. Ne? Ist ein bisschen Schutz, weil die großen Dinos kriegen das nicht kaputt und kommen auch nicht rein. Ne? Ich sag mal, so ein Raptor, okay, der wird hier schon, denke ich mal, reinkommen können. Aber es ist halt ein bisschen, ja, was anderes mal. Was Schönes, Neues. Und wie gesagt, ihr könnt hier auf diesem Server, ohne Passwort, ohne irgendwas, könnt ihr hier auf diesen Server ruf. Ja? Jetzt haben wir nämlich auch das alles ein bisschen geändert, damit ihr seht, was für eine Map das jetzt ist. Und ja... Dass es jetzt Ragnarok ist, nicht mehr The Island. Yes. Es wurde ja groß angekündigt, diese Map. So nach dem Motto, das ist jetzt die größte Map. Island war ja schon groß. Ist die jetzt noch größer? Es gibt Wasserfälle, es gibt Höhlen. Es gibt, ach, so vieles. Wo hat denn eigentlich mein Kollege den Dings hingebaut? Hat er denn die Leiter hingebaut? Hä? Wo hat er die Leiter hingebaut? Hat er die außen gebaut? Hä? Ja, das wird dann hier das Tiergehege. Erstmal so ein kleines. Hä? Wo hat er die Leiter hingebaut? Bin ich jetzt doof? Hä? Wo hat er die Leiter hingebaut? Er war doch schon... Er war schon oben auf der... Oder ist er hoch und auf das Skelett gesprungen? Ich weiß es nicht. Hä? Hm. Egal. So, erstmal kurz ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ja, und ich hoffe, ihr könnt hier euch auch ansiedeln. Wie gesagt, das ist so locker flockig. Es soll hier kein Zwang auf diesem Server sein. Mit ein paar Regeln. Okay, die Regeln gelten natürlich auch von The Island noch. Ne, also sprich, ja, ihr wisst es ja alles. Da brauche ich euch halt das noch nicht nochmal erzählen. Ich glaube, den Link habe ich auch bei Twitch reingepackt, meine ich. Ne? Soweit ich weiß. Ich weiß es. Ich glaube ja. Gucken wir mal.
Wo kann ich denn mal den Sand reinschmeißen? Da haben wir schon mal so ein paar Samen eingesammelt. Ja, das wird sowieso irgendwann vergammeln. Das Vergammelte nochmal vergammeln. Und ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Metall holen. Und da können wir auch nebenbei gleich ein bisschen erkunden. Sage ich jetzt mal so kurz. Ich weiß auch nicht, wie lange der Stream geht, was ich noch so streamen werde. Was kann ich denn noch so? Ja, ich habe den, die Wiederholung gesehen von Simon, wo er in Hamburg rumgeturnt ist während des G20-Gipfels und wurde so ein bisschen in die Gefahrenzone gedrängt durch die Absperrung, weil da kann man nicht durch, da kann man nicht durch, da kann man nicht durch. Aber jetzt mal ganz, jetzt nicht mal zum Video her, ja, fand ich mal recht interessant. Ich fand es mal recht interessant, das mal so zu sehen. So. Aber jetzt das Geile ist, zu 90% waren das nur, ja, so wie Chaos-Tage in Hannover. Ne? So nach dem Motto, ist einer, ein paar Leute machen so eine Demo, demonstrieren doch ganz friedlich mit ein paar, was weiß ich, Megafonen und ein paar Transparenten und demonstrieren einfach friedlich, rufen ein paar Parolen, aber so der Rest so weiß gar nicht, was erstmal der G20-Gipfel ist. Wissen gar nicht, um was es da eigentlich geht, warum so eine Demo gemacht wird. Das sind einfach nur so Mitläufer dann, die meinen, oh ja, cool, jetzt können wir mal richtig die Sau rauslassen. Und das ist immer so das Schade, dass Demonstrationen jetzt so negativ behaftet sind. Ne, so negativ behaftet sind, weil die meisten verbinden Demonstrationen mit Randale. Ne, die demonstrieren auch, dass das so teuer ist. Ja, aber durch diese blöden Ausschreitungen, die es dann immer gibt, ne, hier Sachbeschädigung, was weiß ich, Fensterläden werden eingeschmissen, Mülltonnen werden angezündet, Steine werden durch die Gegend geschmissen, Polizeileute werden verhaftet, verletzt. Leute, ihr müsst auch mal denken, das sind auch Familienväter. Die haben eine Frau, Kinder zu Hause. Ihr seht immer nur so, als wenn so die Polizei so die Dummies sind. So Test-Dummies. So kommt es mir manchmal vor. Warte mal, ich pack mal was auf Null. Irgendwas, was ich nicht brauche. Hier, Holz. Kann ich nicht Holz auf die Null packen? So kann ich Holz nicht auf die Null packen. Wo ist eine andere? Ach, der hat mir jetzt aber nichts Wichtiges geklaut, ne? Auf der Suche nach Metall. Die Lofo-Klüppel auf eine Schildkröte drauf rum. Klappt sicherlich. Kann ja hier mal so. Die Schildkröte hat die doch platt gemacht. Na, war nicht. What? Okay. Ne, das ist kein Metall. Weil ich brauche auch noch Kaktussaft. Kaktussaft. Pelagornis. Das sieht schon geil aus hier, diese Ecke hier, ne? Also mir gefällt die Map eigentlich richtig, richtig gut. Dodos, 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 Dodos. Ah, ein Trilobite.
glaube mit. Okay, eigentlich müsste ich jetzt wieder zurück, weil das ist noch sehr, sehr wertvoll. Ach, hier, ich dachte schon, hä? Weil jetzt ist man noch in der Phase, wo man auf allen so schreckhaft reagiert, wisst ihr? Ich hoffe, dass da kein... Weil es soll auch nicht mehr so einfach sein, vor Dinos wegzulaufen, weil die jetzt, wie gesagt, auch intelligenter gemacht worden sind. Also sprich, die suchen sich dann ihren Weg da durch. Oh, ey. Wir brauchen unbedingt auch die Metallpicke, deswegen suche ich ja auch Metall. Also wenn ich einen Raptor oder einen T-Rex sehe, dann nehme ich aber die Beine in die Hand. Noch ein Trilobite. Ins Wasser wollte ich den... Du lässt mich in Ruhe, ne? Alter, hier sind so viele Trilobites, ne? Auf der Island haben wir die verzweifelt gesucht und hier sind die wieder voll am Start hier. Haben auch noch ein paar Silesia Pearls. Nee, ach Quatsch. Noch ein Trilobite. Alter, hier ist Trilobite Island, wa? Das ist ja nice. Aber ich will jetzt nicht... na, wie soll ich sagen? Es hochbeschwören, dass ich von so einer... Dings angegriffen werde. Na, sag mal schnell, wie heißen sie denn nochmal hier? Diese Pelikane. Weil das sind auch Diebe. Flugdiebe. Da wollen wir mal so ein bisschen gucken, ob wir die so ein bisschen aus dem Weg gehen. So, hier schon mal, dass ich die Fackel zur Not reparieren kann. Alter, wo hat denn Dominik das Metall hergeholt? Jetzt mal ohne Witz. Wo hat er denn das Metall hergeholt? Hm? Bisschen komisch. Wo hat er denn das Metall hergeholt? Hä? Ist er da oben hochgegangen? Aber da scheinen mir auch Raubkatzen zu sein. Hä, wo hat er denn das Metall hergeholt? Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn das? Oh, oh. Hä? Da bin ich definitiv nicht lang gelaufen. Definitiv nicht. Ich bin hier lang. Ich bin auch nicht beim Raptor lang gelaufen. Nee, 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 nee. Und die hätten mich ja gesnackt. Da ist ein Heu. Ein Hai, sag mal Hai zu dem Hai. Ich bin noch nicht da dran vorbeigelaufen, wo. Doch. Hä, ich bin noch nicht da? Bei den. Da bei den. Bin ich ja nicht lang gelaufen. Hä? Ich bin noch nicht bei den. Dann sind die aber... Was macht der Heider? Ist der tot? Ich bin noch nicht bei T-Rex lang gelatscht. Ich bin noch nicht beim T-Rex lang gelatscht. Jetzt ohne Scheiß.
Ich bin noch nicht beim T-Rex lang gelatscht. Oder sind die gespawnt? Ich bin... Hä? Aber muss ich wohl? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Was hat er jetzt? Waffe? Ich bin doch hier nicht dran vorbeigelatscht. Oder die sind von oben gekommen. Weil das wäre ja jetzt ein bisschen komisch. Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Wo ist der Heider? Ich muss irgendwie versuchen, so eine Art Bogen zu schlagen. Da ist noch ein Hai. Aber ich bin ja hier, glaube ich, hoffentlich sicher. Der wird mich da ja jetzt nicht runtersnacken, oder? Das wäre ein bisschen scheiße. Ja, zwei T-Rexe. Auch einer ist schon zu viel. Können die nicht mal wieder so nach da oben latschen? Da ist meine Hütte. Ich komme auch nicht, wenn ich laufe, komme ich da auch nicht weg. Hupala. Sind die weg? Scheinen weg zu sein. Du willst mich bestimmt gerne fressen. Mit Sicherheit. Kommst aber nicht an mich ran. Darf ich jetzt total im Visier? Ich bin jetzt hier an einer Superstelle. Suchen mal was. Na, das wird nichts bringen. Der wird mit Sicherheit dann auf mich zugestürmt kommen. Gehen wir mal so ein bisschen hier so lang. Hilft ja nichts. Die
scheinen weg zu sein, die T-Rexe. Nee, da hinten sind sie. Och Mann, ey, wo, warum? Ich komme auch nicht oben lang. Ist natürlich jetzt doof, weil ich jetzt so viele Silicia Pearls habe. Kann der nicht irgendwie nach da oben wieder latschen? Ein bisschen doof jetzt. Fucky. Ich komme da nicht durch, ich komme da nicht durch. Ich weiß jetzt, wie sich Unge fühlt. Ich will da durch, aber ich komme nicht da durch. Das ist ja doof. Geht doch mal wieder nach oben. Bisschen doof jetzt hier die Ecke. Ich muss ja eigentlich nur unter das Skelett kommen, weil die kommen da nicht durch. Die kommen da nicht durch, ne. Alter, Leute, müsst ihr jetzt nicht dann rumplanschen? Ja. Da ist jetzt hier Haihausen. Da ist er immer noch. Mal, können die nicht einfach mal nach da oben gehen? Alter, die müssen doch da oben gewesen sein. Ne, die müssen doch da oben gewesen sein. Und wo ich hier locker flockig so lololololol hier lang spaziert bin, da müssen sie doch von da oben runtergegangen sein. Oder was weiß ich, irgendwo. Weil ich bin hier lang gelaufen, da waren keine. Sonst würde ich ja nicht mehr leben, so ungefähr, ne? Da würde ich ja von dem T-Rexen aufgeschnabuliert werden. Und jetzt hängen die da, die zwei. Jetzt hängen die da rum. Willkommen auf Ragnarok. Mann. Ist natürlich doof. Alter, ihr... Wenn ihr wenigstens weitergehen würdet. Ich will ja nur in meine Hütte. Mehr will ich ja gar nicht. Och Mann. Das ist natürlich jetzt ein geiler Stream, ne? Ihr seht jetzt hier wieder so zwei T-Rexe lang flanieren. Ja. Husch, husch. Ja, wunderbar. Raptoren.
Muss ja jetzt auch noch ein Raptor hier rumlaufen? Greif mal einen T-Rex an, bitte. Dann hat sich das Problem mit dem Raptor erledigt. Los, komm, greif ihn an. Greif ihn an. Ja, ja. Ja, nein, 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 nein. Umdrehen, umdrehen. Falsche Ecke. Falsche Ecke, falsche Ecke, falsche Ecke, falsche Ecke, falsche Ecke, falsche Ecke, falsche Ecke. Falsche Ecke. Dreh um. Ja. Dreh um. Drehst du um? Dreh um. Alter, zwei T-Rexe. Alter, kannst du nicht woanders lang? Oh, fuck, ey. Alter, Mann. Alter, könnt ihr nicht woanders lang, bitte? Bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Verpisst euch doch irgendwo hin. Geht zurück. Da, guck mal, da hinten, da eine Frau oder Mann oder was auch immer. Wartet da hinten auf dich. Du musst jetzt hier nicht rum flanieren. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Geh mal weg. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich kann da auch nicht durch, weil da sind zig Haie. Oh, Mann, ey. Gefällt mir jetzt gar nicht. Alter, wo kommen die auch her? Ja, 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 ja. Schön zurückgehen, schön zurückgehen. Nein, wenn ich größer wäre, dann würde ich mich ja da rantrauen. Ja? Aber auch nicht mit einem Holzspeer. Das wird nichts bringen, Leute. Es gibt so Verrückte, die dann meinen, sie sind jetzt schon, die könnten jetzt hier so einen T-Rex da platt machen. Aber da bin ich keiner von. Wie gesagt, das ist ja alles neu hier. Auf unserem Server hier, Ragnarok. Da könntest du mal bitte nach da oben gehen? Du musst ja eigentlich nur da oben sein. Dann könnte ich, ja, vor denen vielleicht davonlaufen. Weiß ich nicht. Der zweite ist da auch noch. Ich dachte, der ist schon, wenigstens einer ist vielleicht da hochgegangen. Komm, geht doch nach oben. Wie sieht's denn da an der Haifront aus? Ja, was geht eigentlich? Haie sind jetzt hier, wie ich das sehe, gerade nicht. Oder? Doch da! Da 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 da. Sind aber keine Haie. Wenn ich da jetzt so durchtauche, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück. Ich
Versuch's einfach mal. Was soll denn das, ne? Ichthyosaurus, die machen nichts. Vielleicht habe ich ja Glück. Ist ein Hai hinter mir? Nein, auch nicht. Gut. Oh, fuck. Habt ihr gesehen? Er ist abgedreht und hat sich dann wieder... Hat ja klappen können, ne? Hätte. Ja, das ist, nervt mich jetzt. Aber was hätte ich machen sollen? Hätte ich da jetzt warten sollen, bis die vielleicht sich dann mal... bis sie sich vielleicht irgendwann mal bewegen und abhauen? Ich habe doch irgendwo noch... Halt, hier haben wir noch Halt. Hai-technisch sieht das hier... Hä, wo ist denn das ganze Hai jetzt mal? Aber jetzt mal ohne Witz abgeblieben. Wo ist denn das? Wo ist denn das ganze Hai? Hä? Ja, war gut, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Exkursion. Ich habe nichts gewonnen, ich habe wieder alles sozusagen verloren. Nicey dicey. Da ist auch nichts drin. Hier ist nichts drin. So, nehmen wir ein bisschen Holz, ein bisschen das, ein bisschen hier. Und dann craften wir uns mal wieder so ein paar Sachen zusammen. Speere braucht man immer ein paar mehr. Aber das ist mal wieder eine Herausforderung, wisst ihr? Was fehlt mir denn hier? Ich schätze Flint. Kann man die Queue abbrechen? Nee, Wood. Wood. Ja. Das war sehr erfolgreich. Was fehlt mir hier? Was fehlt mir hier? Dumm. Mann, ey. War jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir das gedacht habe. Nicht wirklich. Okay.
Ja, aber wir haben wenigstens wieder ein paar Spiele. Also ich wollte umdrehen, aber dann wäre ich wahrscheinlich in die Arme der Dings gelaufen. Aber wir haben noch 65 Metall. Ja, aber das Problem ist, man stirbt jetzt so oft. Bringt jetzt eigentlich schon Metall was? Nee. Also ich würde jetzt sagen, nein. Weil du gehst so schnell in die Binsen. So, jetzt, wenn jetzt die T-Rexe weg sind, dann lache ich mich kaputt. Ehrlich, dann lache ich mich scheckig. Dann. Ja, dann. Die waren, glaube ich, hier hin. Zwei Dück waren da, das habe ich. Ja, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Hide hier. Och komm, geh kaputt hier. Warte mal, ein bisschen Fasern brauchen wir bestimmt auch wieder. Fasern. Mother, Father, Gentleman. Ja, tut mir leid, Dodos. Aber einem was Größeren trauen wir uns noch nicht ran. Da hinten sind die T-Rexe. Da. La 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 la. Schöner T-Rex, schöner T-Rex, schöner T-Rex, ganz schöner T-Rex. Da ist der andere, da ist ein Kumpel. Schöner T-Rex. Verpisst euch von meiner Ecke hier. Jetzt muss man ein bisschen den Rücken im Auge behalten. Nicht das. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Da hinten. Also entweder. Können wir auch Boots machen? These boots are made from walking. And that's what I say. Alter, was macht der denn da? Alter, das ist doch. Das lohnt sich doch gar nicht, für dich die Dodos da anzuknabbern. Lohnt nicht. Es lohnt wirklich nicht. Dieser Energieaufwand, was du für ein Dodo brauchst, und du kriegst das ja noch nicht mal zurück. Durch Dodos. Ne? Macht keinen Sinn, Alter.
Macht echt keinen Sinn. So, Tür zu. So, ich brauchte noch einen Ladder, ne? Dann kann ich mir auch die Boots machen. Boots, 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 Boots. Das ist jetzt ein bisschen doof hier, diese Situation hier, versteht ihr? Weil das ist ja gerade nicht gerade geil. Da hast du zwei T-Rexe, die vor deiner Haustür campen. Ne, die so Spawn-Trapping betreiben. Das ist nicht gerade geil, Leute. Ja, jetzt ohne Witz. Also geil ist das nicht. Kann ich eigentlich... Warte mal, wenn ich jetzt hier noch mehr Leder hier mir rausnehme, kriege ich dann ein Wasserteil dazu? Nö. Warum auch? Zwei Hide fehlen. Toll. Geil! Ja, Water auch mit Doppel-T, ne? Water-Tata. Kennt ihr? Water-Tata-Tata? Nicht Water, sondern Water-Tata-Tata. Ach ja, genau. Es ist Narkobären, ja? Narkobären, Beste. Ja, hier ist man eigentlich von den T-Rexen sicher, aber ich will nicht die ganze Zeit unterm Skelett rumtouren. Dann macht ja auch keinen Spaß. Hm? Macht ja auch keinen Sinn. Ich hoffe ja, dass wenn der nächste Tag anbricht, dass es dann heißt, die T-Rexe sind weg. Wäre schon geil. Ja, was mache ich heute noch im Stream? Mal gucken, was ich noch so streame. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, vielleicht gucke ich nochmal so ein bisschen auf YouTube rum. Vielleicht. Wie lange streame ich denn schon? Fast eine Stunde. Okay. Oh. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so... Oh, nur eine Stunde. So, je nachdem, wie lange ich Lust darauf habe. Ja, streame ich halt. Ich wollte eigentlich auch nur in diesem Stream sagen, wir sind jetzt auf Ragnarok. Wie ihr unschwer erkennen konntet. Für jeden, der Lust hat und sich angesprochen fühlt, kann hier gerne Tribe sich aufmachen. Immer noch 20 Slot-Server. Wie gesagt, the map ist weg. The Island ist weg. Und jetzt ist es dafür Ragnarok.
So, haben wir jetzt mal so langsam das Fleisch hier alles am Story. Ja, und ich bin mal gespannt, was Ragnarok oder ich weiß ja nicht, es heißt ja eigentlich Ragnarök, ne? So griechische Mythologie ist das, glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube, griechische Mythologie, so der Untergang oder der Ursprung oder irgendwie, ich meine, irgendwie so in diesem Dreh kannst du das ja übersetzen. Ragnarök, glaube ich. Ne, so griechische Mythologie ist das, glaube ich, so mit der Ursprung, ne, oder irgendwie was mit Untergang, irgendwas. Ach, hier ist die Leit. Wie soll da denn? Hä? Hier könnte man eigentlich versuchen, weil die können das ja eigentlich. Eigentlich ist das hier sehr, sehr safe. Ne? Weil die kriegen Knochen nicht kaputt. Ne? Die kriegen Knochen ja nicht kaputt, eigentlich. Die kriegen das ja eigentlich nicht kaputt. Also sind wir hier eigentlich hier ziemlich safe. Ich hasse Leitern. Wie spät? 3 Uhr. Wird ja so langsam wieder hell. Und dann werden wir uns nochmal so ein bisschen auf die Suche machen. Ja, wir brauchen Holz. Holz. Eigentlich alles. Eigentlich braucht man immer so alles. Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob das so angelehnt ist an die griechische Mythologie. Jetzt hier das Extension Pack sozusagen da auf. Wie. Ja, irgendwie so. Wie soll man das beschreiben? Ja, irgendwie was, irgendwas mit Untergang, meine ich, hat das was zu tun. Griechische Mythologie, Aufbruch des Untergangs, irgendwas, irgendwie so in dieser Richtung. Meine ich. Und ich weiß nicht, ob sie das so extra gemacht haben. Warum das mit O geschrieben wurde und nicht mit Ö, weil eigentlich heißt es ja Ragnarök. Ne? Irgendwas mit Ursache, Ursprung, irgendwie sowas. Und irgendwas mit Kampf der Götter, irgendwas so in dieser Richtung ist ja. Aber warum das mit O geschrieben wird und nicht mit Ö, keine Ahnung. Ob das nur, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob sie sich da nur angelehnt haben, wenn das jetzt 1:1 geschrieben hätten, dann wäre es ja anders, ne? Vielleicht haben sie sich das dann selber sozusagen so ein bisschen zusammengewurstelt, einfach anstatt das Ö ein O gemacht und fertig. Hm? Müssen wir mal. Ich denke mal deswegen, weil es ist ja der Götterkampf, ne, Ursprung und so weiter, ist ja so eine, ne, so Untergang, also Kampf der Götter, der Untergang der Götter, irgendwas in dieser Richtung. Ja, und weil hier keine Götter sind, sondern Dino, haben sie es vielleicht mit O geschrieben. Wie gesagt, so kann ich mir das verstehen. Weil, ne, sonst würde es ja mit Ö, wenn sie sich 1:1 dran halten würden, müsste es ja mit Ö geschrieben werden.
Statt mit O. Oh, oh, oh. So, T-Rexe weg? Nee, warum? Leute! Was los hier? Warum kreucht ihr hier noch rum, hä? Kusch, 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 ab nach oben. Alter, so geil kann das jetzt hier nicht sein, dass ihr hier nur rumturnt. Es gibt so schöne Ecken. Nein, ihr müsst hier rumlaufen, wo ich hier am Arbeiten bin. Kann doch nicht euer Ernst sein. Oder Petri, was sagst du dazu? Und schnabuliert mir nicht hier meine Trilobites weg, ja? Die brauche ich noch. Wozu sollt ihr, was sollt ihr denn mit Chitin? Nehmt euch, hier, nehmt hier, was weiß ich, Parasaur oder Trikes. Aber da traut ihr euch wieder nicht ran, weil die Stacheln, ja, jedenfalls der Trike hat Stacheln. Ne? Ihr seht mich nicht, ich mach das Licht aus. Dann müssen wir mal in die andere Richtung gehen hier. Ne, hier ist gerade so das T-Rex-Meeting. Müssen wir uns halt einen anderen. Ne? Und das T-Rex-Meeting, das wollte ich jetzt eigentlich nicht stören. Ne? So, hier war doch auch irgendwie so ein kleiner Scheißer. Hier werden ja auch noch Trilobite. Trilobites rumlaufen. Hoffe ich. Und irgendwelche Tiere, denen ich das Fell über die Ohren ziehen kann. Ne? Wäre ja auch ganz nice, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe jetzt auch keine Bola, ne? Ja, da fehlt mir Hyde bestimmt wieder für. Och, nö. Ach komm, bei dem Platt hier kriegen wir wenigstens ein bisschen. Wither, wither, wither. Wither. Wither, da ist er. So, jetzt wollen wir kurz was trinken. Ja, man muss ja nicht immer gleich Panik schieben. Wenn man mal so abstöhnt. Manchen Sachen ist das ja auch ganz nice. So, ja, dich brauche ich nicht verfolgen. Da brauche ich eine Bola für, dass ich euch festbappen kann. Steine. Ich glaube, für einen T-Rex geht eine Bola nicht, ne? Da zerreißt die. So, Bola. Was fehlt mir denn da noch? Fieber. Fieber. Ich bin wieder Fieber. Fieber. Okay. Das war jetzt ein bisschen komisch. Zwei. Ja, mache ich zwei Bola. Bolasse. Was fehlt mir denn sonst noch? Ich schätze mal, es könnte echt am Hyde liegen. Ja, ja. Ja. Wo ist er denn hier? Da ist er. Was? So. Ja, genau.
Ja, genau. Was habe ich da für eine Billigscheiße mir gebaut? Das Blöde ist, die gehen kaputt, die Bola. Aber jetzt müsste ich eigentlich mehrere machen können. Jetzt fehlt es aber bestimmt nicht am Hide. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann vielleicht am Stein liegen, denke ich mal. Wir machen... wir gehen mal ein bisschen auf Melee Damage. So, ich denke mal, das liegt wirklich an Stein. Denke schmal. Nee, am Fiber. Fiber! So, wer sich wundert, das ist die Naruto Medley. Ich finde Naruto einen coolen Anime. So, jetzt müsste es aber eigentlich gehen, dass ich hier nochmal wenigstens zwei Stück machen kann. Immerhin eine. Dann haben wir drei Bolas. Drei Bolas haben wir da. Und mit den drei Bolas können wir bowlen. Ja, das war auch ein geiler Witz, ne? Ich sehe schon, wie ihr lacht. Wie ihr lachend umfallt. Von eurem Stuhl und so weiter. Alter, ich laufe hier rum, als wenn hier keine T-Rexe sind. So, jetzt müssten wir aber jetzt nochmal... Ich mache jetzt nochmal... Eine Bola brauche ich wenigstens noch. Ach komm, wir machen gleich die zwei. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, ne? Haben wir hier 5 Bolas. Je mehr Bolas, desto besser. Weil alleine Bolen ist doch schon... Oh Gott, Andi, kannst du das mal... Was? Wer stört? Der hat gequiekt wie ein Vogel. Ja gut. Haben sich ja... Alter, ich... Na komm. So, ach ja, Wasserbehälter wollte ich ja nochmal machen. Was fehlt mir denn da noch? Fiber. Na ja gut, das kriege ich hin. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Wasserschlauch. Bringt zwar nicht viel, tropft ja raus, ne? Ist ja jetzt nicht so wasserdicht, das gute Stück. Ich finde die Oviraptoren auch cool. So. So, wollen wir mal weiter gucken, ob wir ein paar Trilobites finden? Ach, ich wollte eigentlich in die Richtung laufen, weil da hinten ist ja Ernie und Bert.
könnten eigentlich nochmal so einen platt machen hier. Hammer! Haben wir's denn? Ich bin auch geil. Werf daneben. Stehe fast vor dem Vieh und werf daneben. Ja, das kann auch nur ich bringen. So, dann wollen wir mal gucken. Sind hier Trilobolze? Trilobalte? Keine Trilobalte? Was? Jetzt sind hier keine Trilobalte. Aber da ist doch Wasser. Na ja, gut, hat ja nichts zu sagen, aber. Leute, hier finde ich ja gar nicht. Könnt ihr hier mal so ein bisschen auf die Steine rumkloppen? Vielleicht finden wir wenigstens ein bisschen Metall hier. Ja, ein bisschen. Weil da hinten sind ja, ne? Unsere zwei Spezialisten. Alter, keine Trilobites? Ist das euer fucking Ernst? Ja, wir brauchen Hide unbedingt, weil wir müssen ja unsere Rüstung auch immer reparieren. Und für die Bolas brauchst du das Hide und für... Was weiß ich alles? Achso, Bumerang könnte ich auch nochmal hier. Bumerang-Roll noch. Das hört sich ein bisschen scheiße an, als wenn du eine Wand setzt. So, Bumerang. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob der für irgendwas gut ist. Echt? Ich habe nicht rausgefunden. Warte, ich guck mal, ob wenn man den jetzt hier auf so Pflanzen wirft, ob der dann irgendwas mitbringt. Ja, ich wollte jetzt keine Schildkröte treffen. Macht er hier irgendwas? Nee. Bringt er hier Kokosnüsse? Nee. Als Waffe ist der jetzt nun auch nicht gerade der geilste. Die geilste Waffe unter dem... Unter Mutters Sonne ist das nun auch nicht. Der hat ordentlich gegeben. Der hat mal gegeben. Das war geil. Alter, hier nochmal Trilobites. Nice. Ja, dann bleibe ich doch erstmal hier. So, jetzt als nächstes gehe ich mal mit der Axt drauf. Vielleicht kriegt man ja mit der Picke. Vielleicht kriege ich dann ja Silicia Pearls mehr raus. Apropos, wo ist er denn jetzt hier? Der Gute. Wo bist du? Uppala. Da. Na? Mit der Picke. Naja, immerhin gab es Silicia Pearls mehr. Mal das jetzt mal mit der Picke. Weil Chitin müssten wir eigentlich, ich will jetzt nicht sagen megamäßig viel, aber wir haben. So, da ist noch ein Trilo.
Autobahn. Den nehmen wir uns. Den gönnen wir uns nochmal. Da gönnen wir uns das nochmal, ne? Jetzt hau ich auf und dann bin ich genau bei den... Nein. Das wäre dann ein bisschen ungünstig. Weißt du, dann tausche ich sozusagen die Raptoren gegen... die T-Rexe gegen Raptoren. Das wäre natürlich dann auch nicht so das Geile. So, aber... da haben wir Heil. Sag Heil zu dem... Alter, ich habe heute über... Versteht ihr mich? Nee, ne? Nee, ich verstehe mich ja manchmal selber nicht, versteht ihr? Und den Trilobite, den gönnen wir uns nochmal hier. Den gönnen wir uns nochmal. Dann gehen wir nach Hause, bringen das mal nach Hause. Alter, ist das die Geländevariante hier? Der Vierradantrieb. Komm, na, komm, schon. Geh jetzt doch endlich mal kaputt. Ja, jetzt geh doch nicht ins... Alter, du bist doch mit der Wiese. Ja, genau. Einmal Kehrtwendung bitte. Kehrtmarschmarsch. Alter. Alter. 120. Na gut, da muss ich natürlich. Ja, ja. kriege ich den noch irgendwie in Sucher hier? 120 ist natürlich jetzt, ne? Da kann man schon mal. Oh, mir geht's nicht so gut. Ich muss mich hinlegen. Machen. Ich hoffe, den See finde ich jetzt noch. 120, weil der muss ordentlich haben. Der muss ordentlich an Start haben. Wenigstens ein paar Perlen oder so. Wither. Whoever. Wo ist der Vogel? Er ist ja kein Vogel. Ist er weg? Der wäre so geil gewesen. Ist er hier vielleicht ins Wasser gelaufen? Alter, wo ist das Viech? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ist er hier wieder zurückgegangen? So nach dem Motto, hey, der sucht mich erst da hinten, aber ich gehe wieder zurück. Da ist aber noch einer. Ich will jetzt aber auch nicht so dicht ran, sonst kommt noch ein Hai und nagt mich von hinten an. Komm schon, du schaffst es, Sonnenland. Ja,
Na, jetzt ist da einer am Land. So, den Trilobite, den schnappen wir uns nochmal. So, nehmen wir uns den hier nochmal mit. So, und dann bringen wir das aber mal flugs nach Hause hier, bevor ich die wieder verliere oder sowas, weißt du? Ja, wir haben jetzt ordentlich, also jetzt nicht unmenschlich viel, aber wir haben doch ordentlich. Noch ein Trilobite. Wo ist denn der Trilobite? Den nehmen wir uns auch noch mit hier. Jetzt bin ich hier. Wenn man schon Trilobites hier findet, dann muss man sich den mitnehmen. Geht nicht anders. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist dieser scheiß Staubi? 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 Die scheiß Viecher, die glibbern auch hier irgendwie immer so. Glibbern immer so ein bisschen weg hier. Ne, die krauchen da vor sich hin und dann schwupps sind sie weg. Hm. Hier ist auch keiner. Na, jedenfalls bringen wir das erstmal weg, bevor ich hier wieder unnötiges Risiko eingehe. Na? Und dann wieder die Scheiße verliere alles. Weil wir haben ordentlich. Wir haben schön Cilicia Pearls gekriegt und Öl und all so ein Krams. Dann bringen wir das mal erstmal so sicher. Warte, erstmal was trinken. Das muss auch sein. Trinken muss sein. Na, trinken muss sein. Füllen wir das auch nochmal auf. Dann snacken wir uns hier mal ein bisschen was. Da ist der Trilobite. Ich dachte, die sind so intelligent geworden. Und bappen sich trotzdem noch an so einem Haus fest. Holz. An so einem Haus fest. Ja, ja, nee. So, wir bringen das jetzt ganz schnell nach Hause. Ganz, ganz schnell. Sicher ist sicher hier, Leute. Das bringen wir jetzt mal ganz fix nach Hause. Weil ich habe keinen Bock, das schon wieder zu verlieren. Guck dir das mal an. Wie viel Chitin ich mir zusammengesammelt habe. Und 14 Cilicia Pearls. Alter, 200 Chitin. 200 Chitin, bitteschön, ne? Alter, das ist so geil. Das ist so megamäßig geil. Boah. Boah. Ne?
Und wir haben jetzt auch schon bald wieder Level up und also, oh Mann, das ist so geil, das ist so geil. Ja, wie gesagt, ich habe erstmal so ein bisschen, weil jetzt habe ich ja, wie lange habe ich jetzt eigentlich schon so vor mich hingestreamt? Wie lange habe ich schon vor mich hingestreamt? So, 1,5 Stunden. Ja, das ist schon eine gute Zeit. 1,5 Stunden rumgestreame. Ja, wie gesagt, mir macht das auf Ragnarok, wie gesagt, Spaß. Ist, wie gesagt, was ganz Neues. Und, wie gesagt, wer Lust hat, Link, Server, ist ja unten in der Videobeschreibung. Ihr braucht kein Passwort, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Ihr müsst einfach nur vernünftig spielen. Also, keine Beleidigung, also, ne, nicht unnötiges Töten und so weiter. Das, ne? Es soll eine schöne Community hier werden, wo man ab und zu natürlich gegeneinander kämpft, ist ja auch logisch, aber es soll fair ablaufen hier bei uns, ne? Und nicht so 3 gegen 1 so ungefähr, das ist dann unfair und das mag ich nicht. Ne? Wenn aber so 3 gegen 3 oder 2 gegen 3 oder so, das ist dann schon okay, aber nicht so, ne? Nicht so Sinnloses. Wisst ihr, was ich meine? Soll fair ablaufen und so weiter. Ja, wie gesagt, ich hoffe, der Stream hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt noch mache. Ich mache erstmal eine kurze Streampause. Ne, 1,5 Stunden ist eine super Zeit. Ich wollte eigentlich wollte ich den Stream ja auch nur anmachen, so nach dem Motto euch zu sagen, Mensch, hey Leute, neue Map ist am Start, Ragnarok, nicht mehr The Island. Und es soll ein schönes Miteinandergespiele rum... Das hört sich auch so ein bisschen falsch an, ne? Rumgespiele. Das hört sich falsch an. Da müssen wir natürlich nicht anders sagen. Ein freundliches Miteinander auf dem Server sein. Ist das nicht geil? Ja, das, so kann man es sagen. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich weiß noch nicht, wie lange. Die Pause ist. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch den Stream dann nochmal anmache. Wie gesagt, ich beende jetzt erstmal den Stream. Entweder es ist eine Pause oder wir machen bis Samstag. Wir sagen bis spätestens Samstag. Das ist doch gut. Dann ist das auch so nach dem Motto, vielleicht komme ich ja gleich nochmal wieder zurück und gucke mir noch so ein bisschen auf YouTube ein paar Videos an. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Ich habe das ja schon mal gemacht in so einem Stream. Vielleicht mache ich das ja nochmal. Ne? Also, gehabt euch wohl. Wie gesagt, kurze Pause. Vielleicht komme ich gleich nochmal wieder. Ne? Also, dann habt noch einen schönen Tag, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten. Bis Danimanski, euer Andi. Ciao, ciao.